Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Elden Ring geht weiter. Viel erkunden, viel erforschen, viele kleinere Gegner und auch größere Gegner. Und wir stehen direkt vorm nächsten. Da hinten kann ich respawnen. Meine Seelen, die spawnen ja hier außerhalb. Das passt. Dann mal rein da. Mal gucken, ob ich hier parieren kann. Mal schauen, was wir für einen Gegner kriegen. Oh, Schmelztiegelritter. Aua. Das wird gehen. Das wird gut. Das wird ein toller Kampf. Mal schauen, was er noch so kann, aber Okay, warte kurz. Oh, aua. Okay. Ja, da kam noch ein bisschen mehr als einfach nur diese Schwertangriffe. Ich finde es ja auch mega cool, dass das HUD ausgeblendet wird und nur die wichtigen Informationen dann dran stehen. Das ist saugeil, ey. Man hat einfach ein ganz anderes Spielerlebnis ohne so viel HUD außenrum. Richtig cool. Und nur beim Bosskampf sieht man dann alles. Es ist sehr gut gemacht hier. Ah. Ah, den darf ich nicht. Ups. Es war zu einfach. Der erste Versuch war zu einfach. Sollte ich hier vielleicht auf den Dolch wechseln? Macht er mit dem Blutungsschaden mehr Damage? Ah, das mit dem Bein. Du hast ein doofes Timing gerade. Shit. Ich sollte zwischendurch auch mal eine Rolle machen, glaube ich. Ich sollte das gemischt spielen. War bisher immer die bessere Entscheidung, nicht alles zu 100% zu parieren. Ich denke, das ist jetzt hier auch eher die richtige Entscheidung.
Shit, der Stein. Wegen dem Stein. Wegen des Steins? Kann man beides sagen. Des Steins, es klingt aber irgendwie schöner eigentlich, ne? Ob ich den abwehren kann, wenn er das Schwert über den Boden zieht. Die Attacke, weiß ich nicht. Das Partyhühnchen. Ah nee, das ist eine Biene, oder? Das soll, glaube ich, eine Biene sein. Ich habe immer ein Hühnchen gesehen. Also ein Küken. Es macht halt so viel Spaß zu parieren, ne? Aber ich glaube, ich würde mir gerade einfacher tun. Ich probiere jetzt mal wieder, so wie vorhin. Wahrscheinlich werde ich weiterkommen, wenn ich nicht pariere, sondern rolle. Finde ich doof, weil mir das Rollen-Gameplay einfach nicht so viel Spaß macht, aber wir testen es mal an. Der Stein. Komm mal raus aus deinem Busch. Ja, der Unterschied war jetzt nicht so groß. Ich habe aber auch hauptsächlich die schwere Attacke verwendet.
Ach komm. Uff. Ich komme nicht über ein Viertel raus. Was geht denn ab? Also bisher ist es nicht besser als die Nummer mit Parieren. Ich möchte mich weniger aufregen bei manchen Bossen. Also. Mich weniger beschweren. Das will ich, genau. Mich weniger beschweren, sondern mehr an lösungsorientiert denken. Aber ich probiere es ja. Komm. Okay. Ich habe das Gefühl, dass teilweise auch der Untergrund, wenn er 10 cm höher steht als ich oder andersrum, eine große Rolle spielt, ob eine Parade klappt oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass das damit reinspielt, leider. Ach, dieser dämliche Stampfer, den er macht. Oh, was ist das? Holy shit! What the fuck? Alter, chill mal! Wow.
Ah. Mist. Okay. Er kann fliegen. Sowas will ich auch können. Kann ich bestimmt irgendwie lernen. Das ist bestimmt irgendeine Attacke, irgendein Ding, so wie das hier von meinem Schwert. Dieser nach vorne Sturm. Boah. Ah. Okay. Nochmal gut gegangen. Oh no, okay, gut, ist auch noch mal gut gegangen. Ja. Er hat noch manche Attacken, da habe ich noch nicht so das hundertprozentige Timing für den für die Parade. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier an so einer Nuss zu knacken habe. Ich dachte, ich bin hier in 5 Minuten durch. So viel dazu. Da war der Schnelle, der war besser, einfacher. Der schnelle Bluthund-Typ von vorhin. Also, beziehungsweise letzte Folge. Für die Leute auf YouTube, es war letzte Folge. Bin immer noch am Überlegen, ob der Dolch vielleicht nicht schlecht wäre. Ah, ich will da immer noch. Ich will immer noch. Wenn er seinen Fuß auf den Boden stampft, parieren. Das macht aber keinen Sinn. Was will ich da parieren? Er stampft ja. Den Fuß wegziehen oder so. Greifen und nach hinten ziehen. Zack.
Oh, ich hab's schon wieder getan. Ich hab's schon wieder getan. Er stampft und ich drück die Parieren-Taste. Was meint ihr, machen wir heute noch ein bisschen Dark Souls 3? Den Namenlosen? Nein, nein. Ich hab schon wieder getan. Oh. Da stand gerade was von Gruppenpasswort. Hier oder in Dark Souls 3 von einem Ritter verkloppt werden, ja. Mit dem Unterschied, dass der andere noch ein Hühnchen dabei hat. Der hier nicht. Ach, ich hab's schon wieder gemacht. Komm mal auf mein Niveau. Nein, ich hab's schon wieder getan. Ich glaube, diesen Dreher, das Drehding kann ich, glaube ich, nicht parieren. Ich hab das Gefühl, ich habe gerade gehört, dass mein Schild sein Schwert berührt hat, also dass ich quasi den richtigen Moment getroffen habe. Aber es hat einfach nichts gebracht. Und ich glaube, diesen Dreher kann ich nicht parieren. Mist. Kam jetzt ein anderer. Diese Würmchen sind auch super witzig irgendwie.
Dieses heilende Amulett ist der absolute Shit, ne? Keine Ahnung, warum ich da das Timing nicht getroffen habe gerade. Zweimal nicht getroffen, dann die Rolle. Auch gerade wieder komplett aus dem Timing raus gewesen, keine Ahnung. Wieder bei seinem Stampfer schon wieder die Parade gedrückt, dann danach, weiß auch nicht, zu schnell gedrückt und nicht auf den richtigen Moment gewartet. Na komm ey, kann doch nicht wahr sein jetzt. Ich würde gern was zaubern. Ich möchte seine Flügel haben. Ich will auch fliegen können. Also mein Schwertchen kann ja beinahe fliegen. So ein bisschen. Doppelsprung ist ja schon sowas in der Richtung. Ach, Schande. Ich hab schon wieder seinen Stampfer parieren wollen. Es gibt's doch nicht. Dass ich das nicht in meine Finger reinkrieg, dass ich beim Stampfer eine Ausweichrolle mache. Ja. Ich kann auch einfach dumm reinlaufen. Was ist denn das mit mir und den Rittern in dieser Art von Spielen? Ach. Rauchritter. Drachenritter. Mochtest das Parieren gar nicht. Ich finde es mega geil. Ich verstehe auch irgendwie, wenn man das nicht so toll findet, weil man mehr Bewegung im Gameplay hat mit den ganzen Rollen und so. Aber ich finde es cool. Ich finde, das ist eine geile Mechanik, die absolut Sinn macht, zu diesen Spielen passt und... Ich weiß nicht. Ich find's cool, den richtigen Moment zu treffen, das rauszufinden, wann man drücken muss. Diese kurzen Ruhemomente, die man einfach hat. Shit. Die kurzen Ruhemomente, wenn dann der kritische Treffer durchläuft. Die
Gegner, die am Boden liegen, die Animationen, wie das Schwert reingeballert wird. Ich finde das richtig stark. Also mir gefällt das, wie es aussieht, wie es funktioniert. Ich habe da einen Riesenspaß dran. Aua. Ja, ich habe es beim Drücken gemerkt, dass es zu früh war. Keine Lust auf deinen Schwanz. Ich weiß nicht, ob der noch da ist jetzt oder ob das schon durch ist. Auch wieder so ein Satz, ne? Hab keine Lust auf deinen Schwanz jetzt. Oh Mann, ey. Da den meine ich. Keinen anderen. Shidi. Wow. Nee. Uff. Da war mein Leben nicht vorhanden gerade. Zum Glück habe ich diesen starken Ring. Oder das Amulett. Das mir gerade richtig gut tut. Aua. Nein. Okay. Nochmal gut gegangen. Aber ich darf mich nicht mehr treffen lassen. Oh, yes. Reicht, glaube ich, noch nicht ganz. Ich glaube, er hat noch ein bisschen... Oh, er ist tot. Okay, nice. Puh. Aspekt des Schmelzspiels. Schweif. Ja, guck mal. Da kriegen wir doch sowas in der Richtung. Knappe Kiste. Ja, ein knappes Pferd auf jeden Fall. Das ist zwar nicht das Fliegeding, das er hatte, aber... Es geht in die Richtung. So. Und jetzt. Gibt es in dem Anfangsgebiet einen Altar? Ah, okay. Ich gucke mir mal an, was hier ist. Ich gucke mir mal das an. Genau den meine ich. Ah ja, guck mal, ich habe hier drei Speicherslots. Glaube und da Glaube und Weisheit. Den hätte ich gerne. Den finde ich jetzt nicht so geil, den Schweif. Aber das würde ich gerne benutzen. Grollruf. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen in Richtung Weisheit und Glaube mal nebenher leveln. Was hatte der nochmal für mich? Ah, der hatte, genau, der hatte solche Sachen hier. Nee, das... Schnellschritt klingt cool. Vielleicht einer Waffe. Das ist aber, ich habe halt auf der Waffe schon eine Affinität oder ein Talent, mit dem ich super zufrieden bin. Das heißt, nope. Wow, was... Was war das? Ey, die fallen vom Himmel. Lol. Die fallen Wölfe vom Himmel. Ah, hier oben muss ich jetzt erst so einen roten killen. Ich muss jetzt hier erst so ein... Ey, kannst du mal nicht...
Aua, 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 aua. Ich hasse sie so sehr, diese roten. Wie ich den ersten Schlag perfekt pariert habe und danach hat es nicht mehr funktioniert. Ist die falsche Richtung. Ich muss in Richtung Marker 2. Was ist das hier? Warum fallen hier Wölfe vom Himmel? Voll seltsam. Was wollt ihr von mir? Ey, warum kann er schneller zuhauen, als meine Fähigkeit vom Schwert bei ihm ankommt? Das ist saumies. Voll die miese Nummer. Und dann trifft er mich trotzdem. Bazi. Hammer-Talisman. Okay. Wettkampf-Mehrspieler-Partien. Mit dem Krummfinger des Duellanten hinterlasst ihr ein rotes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für eine Wettkampf-Mehrspieler-Partie rufen. Ja, das... Als Duellantengegner ist es eure Aufgabe, den Wirt der Finger zu besiegen, der euch gerufen hat. Kleine rote Statue. Krummfinger des Duellanten. Limgrave Colosseum. Schlachten- und Kampftribunale. Um mit anderen Spielern zu kämpfen, berührt in einem Kolosseum die Statue von Marika. Hier könnt ihr euch in Schlachten- und Kampftribunale. In Schlachten treten zwei Teams von Kriegern an, in Kampftribunalen kämpft jeder gegen jeden. Aha. Das hier ist also PvP. Lame. Kein Drachenaltar. Ha. Huh. Ich meine, hier vielleicht irgendwie. Nee. Ich könnte mal noch in den Tunnel gehen, vielleicht dort. Also gut, ich möchte mir einmal hier die Ecke nochmal anschauen. Das heißt, ich gehe mal hierher. Und dann in den Tunnel und dann vielleicht hier nochmal die Ecke. Ah, warte, hier ist ja auch noch einer, mit dem wir eine Rechnung offen haben. Das ist doch perfekt. Der Golden Boy hier. Guck mal, probieren wir es mal eine Runde. Komm mal her, du.
Autsch. Baumwächter. Na komm. Aua, was das getroffen hat. Okay. Ich habe das Gefühl, meine Reichweite ist ein bisschen zu gering. Aber warte mal. Aua. Uff. Es würde schon gehen. Aber richtig spaßig ist das jetzt nicht, ne? Weiß ich nicht, ob ich da jetzt gerade aktuell Lust drauf habe. Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Okay, also ich habe gesagt, die Ecke nochmal anschauen. Ob es hier irgendwas Spannendes gibt.
Also auf jeden Fall will ich da runter an den Strand und dann kann ich hoffentlich darüber reisen. Das sieht ein wenig so aus. Das hier war ja oben zu, ne? Das ist nicht irgendwas. Ob es oben zu ist, sieht man nicht. Aber meistens waren die bisher oben zu. Da waren keine Eingänge oben drauf. Wir haben hier einen großen. Was ist das da hinten? Hier sind wieder solche seltsamen Wasserwesen. Keine Ahnung, was die tun sind, wollen. Hier irgendwo eine Höhle? Nope, keine Höhlen. So, und du bist ein Krog. Wie hast du dich hierher verirrt, guter Krog? Mein Gott, du bist ganz schön flink. Erwischt. Stampferfeger. Ah, okay. Nice, okay. Danach halten wir also auch Ausschau nach solchen Dingern. Hey, wer bist du denn? Oh, du bist ein Gegner. Was machst du hier so alleine? Alleine hier draußen. Oh, was war das? Streifen weißes Fleisch. So mitten im Nirgendwo. Nun gut. Machen wir mal den Strand entlang. Ich vermute nicht, dass hier irgendwo. Es sieht nicht nach Drachenaltar aus. Aber da drüben auf der Insel vielleicht. Nur, wie komme ich da hin? Keulenboys. Höhle. Küstenhöhle. Habe ich jetzt zu lange gebraucht? Naja, ich wollte dir vorhin schon helfen, aber. Nach Ivo. Kann ich noch mal leveln? Nein. Oder? Benötigte? Nee, okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Kann ich ein bisschen Licht bekommen, bitte?
halt nicht. Eierstock des Landoktopus. Halbmenschenherrscher. Ah, okay. Und dann gibt's auch noch zwei von euch. Können wir ein bisschen chillen? Okay, warte mal. Wir machen das anders, Kollege. Habe ich was zum Werfen? Ich will denen irgendwas an den Kopf werfen, dass er zu mir kommt. Ah, hier. Er stirbt einfach. Auch gut. Schneiderei-Werkzeuge. Nähnadel. Cool. Hier wird niemand zu Brei geprügelt. Kleiner Kumpel da draußen. Gibt es noch einen anderen Eingang oder was? Es ist die vollkommene Dunkelheit. Ich sehe genauso viel wie ihr. Und dadurch, dass die Qualität noch schlechter ist bei Aufnahme und Stream, ist es natürlich nicht kein Vorteil. Oh! Hey! Ich bin drüben auf der Insel. Ja, nice. Ja, guck mal einer an. Zum Glück bin ich weitergelaufen. Dann kann ich hier nochmal kurz erforschen, bevor ich dem kleinen Boy in der Höhle helfe. Sah voll geil aus, als ich da unten rausgekommen bin. So richtig... Voll toll. Ich will aber an der Gnade eigentlich jetzt nicht... Ich will sie nur aktivieren, dass ich mich hinporten kann.
Das müsste ja jetzt die Gegner nicht respawnen, ne? Genau. Ha! Kirche der Drachenkommunion. Ja, nice. Oh, okay, Moment. Kanalisiert den Drachen und stößt einen Flammenodem aus. Kanalisiert den Drachen und zerfleischt Gegner mit Drachenklauen. Kanalisiert den Drachen und beißt Gegner vor euch. Kann ich irgendwo sehen, wie lange die Wirkdauer, die Wirkzeit ist? Also wie lange dauert das, um so einen Zauber auszuführen? Und brauche ich dafür dann auch einen Zauberstab? Beißt Gegner vor euch? Also ich kann mir jetzt eins davon aussuchen. Stößt einen Flammenodem aus. Finde ich jetzt schon mal geil. Kanalisiert den Drachen und zerfleischt Gegner mit Drachenklauen. Beißt Gegner vor euch. Also das kostet am meisten. Glaube und Arkan. Ich glaube, ich werde dann ein bisschen auf Flammen gehen. Was anzünden. Ist auch von den Kosten her der mittlere. Nee, der. Doch, der mittlere. FP-Kosten 28 und ich hab 4? Ne, der kostet 4 und ich hab 28. Der kostet keine. Sehe ich das richtig? Dass der hier Fokuspunkte kostet und der hier nicht. Dann nehme ich doch die Klauen. Nee, das passt doch nicht. Hä, was sagen mir diese Zahlen? Hilfe! Die Anzahl der Fokuspunkte, die für den Einsatz dieses Zaubers benötigt werden. Und dahinter in Klammern. Steht nicht. Und wie viel Schaden das macht oder so, steht auch nirgends. Muss ich mir überlegen. Weil das der, also das ist der auch der günstigste, da komme ich am schnellsten hin. 15 Glaube ist schon ein bisschen was. Ich glaube, ich finde erstmal Abfackeln nicht schlecht. Let's go. Er frisst einfach das Herz. Gibt es hier oben noch irgendwas Spannendes? Ist jetzt eigentlich die Frage. Ich höre was. Ah. Dich brauche ich gar nicht. Die nützen einem doch wirklich gar nichts, diese Käfer. Im ersten Moment dachte ich, das wären Pinguine. Leider nein, keine Pinguine. Ja, und hier haben wir jetzt halt genau das, wo ich mir nie sicher bin. Kopf der großen Libelle. Okay. Wie spannend ist sowas dann
Auf YouTube. Schwierig, ganz schwierig. Ich reite hier jetzt halt irgendwo im Nirgendwo. Und deswegen gibt es einfach zusätzlich für den YouTube-Kanal noch ein bisschen andere Souls-Spiele. Alles Mögliche. Hey Boy, ich habe sie alle getötet. Oh. What are you doing here? Ich habe sie alle getötet. You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Ich habe sie alle getötet. Wait. Is that what I think it is? Ja, ich habe sie alle getötet. You go into a thing like that. My mum was a seamstress, and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Wäre nicht so cool. Thank you. You're very kind. Jo, ich habe sie alle getötet. Like my mum. Du kannst für mich nähen. I can't just curl up and die, can I? Thank you. Okay. You know, I always wanted to be a sea. Gut. Dann halt nicht. Also Glaube muss ich ein bisschen hochdrücken. Glaube und auch noch Weisheit. Also, jetzt lass mal kurz überlegen. Die Drachenkommunion haben wir gefunden. Dann. Ah ja, schau mal. Hier war noch so ein. Höhle des Wissens oder Friedhof der Gestrandeten? Ich glaube, Höhle des Wissens ist gut. Da ist noch so ein Steinschlüssel-Dings. Das schaue ich mir mal eben an. Ich glaube, den Endboss habe ich theoretisch ja schon gekillt. Er zeigt mir nochmal alles, was ich hier zu tun hätte. Ja, okay, wow, geil. Man kann sich hier... Das ist aber cool gemacht, dass sie einfach das Tutorial nochmal abfeuern, wenn man hier langläuft. Ist ganz nett gemacht. Das ist aber dann doch der falsche... Jetzt darf ich hier nicht... Darf hier nicht reisen, lol. Scheiße. Ups. Muss ich jetzt hier echt durchlaufen? Das ist ja mies. Also, man merke, teleportiert euch nicht zum Start zurück. Es ist eine dumme Idee. Ah, Scheiße. Ja, ist ja gut. Ja. Yep.
Ah, jetzt hätte ich natürlich gucken können nach dem, weil da oben der Loot ist. Das hätte ich noch schauen können, wie ich da hinkomme. Naja. Ich wollte eigentlich hierher. Genau. Hier gibt es doch jetzt das Steinschlüsselding. Das wollte ich mir nochmal angucken. Ew. Das ist jetzt ganz schöner Mist hier. Ah, okay, hier komme ich wieder raus aus dem Blödsinn. Sehr gut. Holy Guacamole, was zum... Nee, warte mal, jetzt. Nee, Moment. Nee. Bevor ich jetzt hier wieder. Ist das die richtige? Ja. Nur Momentchen mal, das muss ich mir nochmal angucken. Was war denn das? Holy shit. Wow, was geht denn hier ab? Oh, hi. Oh, aua. Oh, nein, nicht. Oh. Oh, ah, jetzt kommst du runter. Nee. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt kommt es hier lang. Ach, fuck. Und es dreht auch sofort hier um. Wie soll man das denn machen? Ha. Boah, ist das nicht. Das ist ja. Was ist das hier für eine Höhle? Was eine miese Nummer. Bin gerade schwer am Überlegen, was ich hier tun könnte dagegen. Ja, erstmal nicht vorlaufen. Hä? Okay, die scheinen tot zu bleiben. Bin ich vorhin hier runtergefallen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, hier bin ich runtergefallen. Zack.
Rechts oder links? Rechts oder links? Ich habe keine Ahnung. Ah! Es kommt, es kommt, es kommt! Oh. Ich habe so die dumpfe Vermutung, dass es hier am besten ist, einfach scheiße, ich bin tot. Einfach von oben runter durchzurennen. Einfach den gesamten Weg zu sprinten. Ich weiß nicht mal, wo ich genau hin muss. Da oben war ja noch eine Abzweigung. Da hätte ich auch in die andere Richtung können. Oh, ich bin so... Ach, Mist. Renne ich eigentlich schneller, wenn ich keine Rüstung anhab? Bin ich dann ein bisschen schneller? Muss ich das jetzt ausprobieren, weil mir keiner antwortet? Weiß ich nicht. Wenn dann minimal. Nee, ich muss nach oben fahren. Kommt der jetzt? Wieso kommt der jetzt? Wieso kommt der jetzt? Vorhin kam er nicht. Ah, fuck. Shit. Ja, jetzt ist es auch um die Seelen getan. Oh, nee, das finde ich jetzt nicht spaßig, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, was ich da unten soll. Behalte ich mir für ein andermal offen. Ah, das ist... Grab eines Randvolkshelden. Das ist wahrscheinlich das, wo ich gerade rein bin. Ah. Vielleicht fährt mich der Wagen ja auch bis nach unten, wenn ich mal drauf hüpfen kann oder so. Vielleicht lerne ich ja irgendwas, um auf den Wagen zu hüpfen. Jetzt gucken wir mal. Ins nächste Loch. Bin gespannt, wo mich der Tunnel hinführt. Ah, übrigens, falls tatsächlich irgendwer zuhören sollte. Weibchen hat sich bereit erklärt, Dark Souls zu spielen. Ich werde meine Freundin Dark Souls spielen lassen. Wir wissen noch nicht wann und wie, aber sie wäre dabei. Ich auch, ich bin auch mega gespannt. Also das... Oh, da wäre noch ein Durchgang gewesen. Okay, da hätte man vielleicht drauf hüpfen können.
Ah, geil. Okay, cool. Das ist natürlich sehr lieb von dir. Dark Souls 3 und Elden Ring ist Laufgeschwindigkeit immer gleich. Oh, was ist das denn? Die sind ja wild. Da prallt mein Schwert ab. Die sind aus Stein oder so. Seid ihr alle aus Steinen und du bewirfst mich jetzt mit Steinen, oder was? Na, da ist ja wohl Parieren das Allerbeste. Hallo, der andere hat nur von oben gehauen und jetzt ihr könnt auf einmal sonst welche Moves. Was ist das hier überhaupt? Eine fette Mine, ey. Na bitte. Außer bei Equip Load über 100%. Okay. Abgefahren. Gibt's doch nicht. Sag mal. Aua! Halt Schmiedesteine, das ist ganz geil eigentlich. Aber wenn ihr hier chillt, kann ich mich doch auch einfach nur umgucken, oder? Muss ich mich ja nicht mit euch anlegen eigentlich. Oh, was ist das? Ratten. Ah. Oh, okay, hi, da kommt er auf einmal. So ist besser. Das ist, alles andere ist hier bei denen irgendwie. Das Parieren klappt nicht ganz und von vorne kann ich nicht einfach so Damage machen, sondern muss Schmiedestein. Gibt es hier überhaupt einen Endboss oder ist das einfach so ein Farmgebiet für Schmiedesteine? Weil es hier auch keine Gnade gibt. Oh, da war wieder so eine Zwischenebene. Ich habe halt keine Heilung mehr jetzt, ne? Bisschen doof. Großer, schimmernder, irgendwas.
Okay. Nun, ich würde sagen, bin am Ende von der Nummer hier angekommen und habe nichts weiter entdeckt. Dann ist das Farmgebiet für Schmiedesteine. Zwischenebene noch checken. War es da? Nee. Hä? Lol. Gut, also, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich hier jetzt noch groß soll. Okay, großes Tor. Ist ja schon mal was. Willkommen zurück im Chat, sagt mir mein OBS. Falls irgendwer was geschrieben hat, worauf ich nicht geantwortet haben sollte. Ah. Steingräber-Troll. Oh Gott, ich kann dir doch gar keinen Schaden machen. Wie soll ich dir Schaden machen? Also wir haben auf jeden Fall den Boss gefunden. Ah ja, doch, ganz normal Damage. Aber da war kein... Mist. Da war, glaube ich, keine Gnade oder irgendwas, ne? Ich schau mal, ob ich bei einer Marita wieder spawnen darf, wo die steht. LOL. Ich bin ja wieder am Anfang. Echt jetzt? Mein Gott. Ja, wartet mal bitte. Ich will euch nicht töten müssen. Tschüss. Also ich war ganz runter, dann nochmal ganz runter. Ah ne, ach guck mal. Ah, okay, hier ist es direkt. Ja, dann Moment, dann schicken wir aber den Aufzug hoch. Nice, okay. Naja, dann dürfte das jetzt ja klar gehen. Wo ist sein Schwachpunkt? Nein, ich stecke in ihm fest.
Na gut. Medaillon des Brüllens. Medaillon des Brüllens. Medaillon des Brüllens. Da. Verstärkt Brüllen und Odems. Odem-Angriffe. Aha. Verbessert Ausdauer verringernde Angriffe gegen Blocker. Damit ist dieser Tunnel auch erledigt. So, weg mit dem. Also. Ich werfe jetzt nochmal einen Blick hier drauf, weil es mich einfach interessiert. Hier ist wieder... Keine Ahnung, das sieht doch aus, als wäre da was. Ah, das ist das hier. Adleraugenteleskop benutzen. Benutzt in allen Gebieten das Adleraugenteleskop, um wie ein Vogel in die Ferne zu blicken und euch ein besseres Bild von eurem Ziel zu verschaffen. What? Oh. Nett. Ja, nett. Mehr aber auch nicht. Okay. Verstanden, was du bist. Ich würde sagen, wenn sich der Chat jetzt nicht dagegen wehrt, gegen meine folgende Aussage, dann ziehe ich weiter. Und zwar, ich habe Limgrave abgeschlossen. Ah nein, das fehlt noch. Ach Mist. Nein. Ah, nein. Und da wehrt sich der Chat auf jeden Fall gegen. Oh Gott. Probiere ich das jetzt noch? Ist das das Letzte? Ist das wirklich, ist das das Letzte, was mir hier fehlt in Limgrave? Wisst ihr das? Kann ich das irgendwo nachschauen? Wie viel Prozent oder... Da gibt's noch was. Ganz im Süden. Ach, das gehört hier auch zu Limgrave. Also, weil das habe ich schon abgeschlossen hier. Siegelgefängnis des Bluthundes. Ich würde halt dieses Grab eines Randvolkshelden, das ist noch... Ah, das ist aber... zäh. Und es gibt noch was. Es gibt noch was. Was Wichtiges? Nicht im Süden. Zwei Höhlen fallen dir spontan ein. Ach du Scheiße. Okay. Alles klar. Ich sehe schon. Das Ganze wird... Eine Höhle und ein Dungeon.
Gut, also bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich es mache, so ein bisschen. Da können ja die Leute, die auf YouTube das tatsächlich sich gnadenlos komplett reinziehen. Auf die würde ich hier hören an dieser Stelle, weil es ist ja wirklich ein ungeschnittenes Gameplay von Elden Ring. Nee, ja, oder? Ach, soll ich Gebiete komplett machen und mir dann muss ich mir eine Karte besorgen und dann alle Punkte abarbeiten und so weiter. Dann auf einer Karte gucken, irgendwo auf Google oder so. Nee, vergesst es. Wisst ihr was? Wenn ich das Gefühl habe, ich bin fertig mit dem Gebiet, dann gehe ich weiter. So. Und wenn ich keine Lust habe, hier irgendwie so einen dämlichen Karren, der mich in die Höhle runter verfolgt, zu machen, dann gehe ich halt weiter. So. Jetzt ist nur die Frage, gehe ich nach Süden oder nach Norden? Wenn du was mega Cooles übersehen hast, sagen wir Bescheid. Perfekt, so finde ich es gut. Wenn ich keinen Bock mehr auf ein Gebiet habe, laufe ich weiter und ansonsten. So machen wir es. Perfekt. Gut, ich habe. Ich habe ja mit diesem kämpfenden Pott gesprochen. Und der hat gesagt, im Osten gäbe es eine Festung mit Kämpfern. Mich hat aber dieser Ausblick von den Seeklippen, der hat mich schon ein bisschen überzeugt, nach Norden zu gehen. Hey, wer bist du denn? Du bist doch die Blinde. Hä? Bist du Irina? Is someone there? Ja. My name is Hayata. Ne, okay, eine andere Blinde. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shibriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Du weißt aber schon, dass das Augen von irgendwem sind, ne? Ey, ich will sie nicht essen, also nimm. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. Your arm is kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Gut, das war exakt dieselbe Voicelein. Ah, im Süden, eine Ruine, die Ruine im Sumpf. Ja, da war ich schon. Die hier meinst du? Das wäre noch einen Blick wert. Ja. Warum glaubst du? Habe ich diese Höhle aufgedeckt? Also ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt da in dieser Ruine, außer den Teleport hierhin. Der mich sehr Hatches. Nee, glaub nicht. Wer ist Patches? Hat er nett. Patches aus Dark Souls 1, 2, 3. Aus Demon's Souls. Ach nee. Der Betrüger, der falsche Zwiebelritter. Heißt der Patches. Okay. Den gibt's in Limgrave, oder wie? Oh nee. Der verarscht mich doch. Nessie, grüß dich, hi.
Da hoch. Na dann. Werfen wir doch mal einen Blick drauf. Nessie, den Namen habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber du bist, glaube ich, schon länger... Follow, oder? Kann das sein? Vermute ich mal. Du hast vorhin ein Geschenk-Abo, glaube ich, bekommen vom guten Seval. Warte mal, bin ich hier richtig? Ja. Nie Zeit gehabt, hier reinzuschneiden. Alles easy. Gar kein Stress, ey. Ich lasse auch manchmal ein Follow da und guck nicht wieder rein. Das ist einfach so, ne? Das ist genauso wie mit YouTube-Abos oder sonstigen Dingern. Das... ganz normal online. Was soll das jetzt? Warum steige ich hier ab? Invasion. Oh, deswegen. Ja, stimmt. Ich war hier schon an der Höhle. Aber dann kam der Boy. Du guckst meine YouTube-Videos. What the fuck? Nice. Cool. Oh, weißt du was? Nimm das. Ey, what the freak? Holy. Ah, die... Ach so, auf dem Tassilo-YouTube-Kanal. Nice, okay. Es gibt aber noch einen zweiten in Tassilo Gaming, aber das... Auf dem sind ja jetzt auch schon länger keine mehr erschienen. Auf dem einen, auf dem ich mit Felix Unsinn treibe. Ey, das ist doch eine miese Ratte da wieder, der Rote. Hm. Stimmt, die Ecke habe ich noch gar nicht erforscht, den Fluss runter. Danke für den Hinweis, da gucken wir nochmal kurz durch. Ach so, guckst auf Gaming? Okay, sorry. Ja, da siehst du mal, wenn man zu viele Kanäle hat, irgendwann bringt man die Sachen durcheinander. Aber nice, das freut mich sehr. Egal, wo du guckst. Ah, so, was machen wir mit dem Guten? Probiere ich ihn mal ein bisschen zu parieren vielleicht? Mit Felix? Sobald er Zeit hat. Perfekt. Machen wir Project Zomboid. Holy Schmoly, Guacamole, ich hasse sowas. Der Schnetzler, ey. Da kam jetzt, ist voll der weite Weg hier, ne? Da kam jetzt ein Short raus. Ich meine, auf dem Gaming-Kanal habe ich ja noch nie was mit Felix gemacht. Das war jetzt das erste Mal, also das Short. Mit Project Zomboid. Und da werden auf jeden Fall noch ein bisschen, dieses Zombie-Spiel wird da noch kommen. Haben wir beide Bock drauf und müssen wir mal schauen, wie wir dann auf YouTube da was machen. Was seid eigentlich ihr? Ah, giftige. Verbindung zum Chat fehlt gerade bei mir, sorry. Nee, geht. Witzig.
Das Frittieren. Ja, haben wir. Das war teilweise ziemlich eklig. Und hier auf Twitch. Ja. Im Sommer geht bestimmt wieder was mit draußen unterwegs oder so. Mal ein Angelstream oder sowas. Was ist das denn jetzt noch für einer? Warum kommt da noch einer? Und warum strahlt der da hinten so rum? Was ist hier los? Oh, die kämpfen gegeneinander. Ah. Das muss ich mir angucken. Ey, ich hätte schon Lust, auch nochmal so vielleicht so einen Frittier-Stream zu machen oder sowas. Wir haben ja auch Erfahrung gesammelt. Das nächste Mal wird's besser. Das war aber... Also wirklich, war schon echt cool. So Gummibärchen in Teigmantel frittiert. Manche Sachen haben halt gar nicht funktioniert und manche haben gut funktioniert. Das war schon sehr amüsant. Gerade Gummibärchen zum Beispiel, das ist überhaupt nicht empfehlenswert. Die zu frittieren. Das Problem ist, dass der Zucker, der wurde irgendwann nicht nur karamellisiert, sondern der ist verbrannt. Und das hat halt super verbrannt auch geschmeckt. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ach, Mann! Das ist ja so eine richtige Nummer hier. Was ist mit ihm? Ich brauche die Hilfe von dem anderen Kumpel, glaube ich. Das ärgert mich jetzt, dass ich gegen so einen Roten hier wieder... Diese Roten sind... Das ist eine ganz schlimme Nummer. Ja, der hat aber sowas von Bock auf mich. Vor allem macht der einfach viel zu viel Schaden gefühlt. Und dann hört er ja nicht auf, dann trifft er dreimal, viermal, fünfmal. Bam, 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 Blutverlust, tot. Mist. Aber ich werde Felix auf jeden Fall sagen, dass gefragt wird wieder. Das ist halt so eine Sache, ne? Es ist, passiert einfach häufig, dass wir dann ganz alleine sind. Ich meine, wir haben natürlich Spaß dabei, aber der Gedanke ist ja auch, das für jemand anderes zu machen, das Ganze. Und wenn man dann doch jedes Mal wieder alleine da hockt... Kannst du bitte, also... Was ist das? Der Fehler liegt am Parry. Oh Mann.
Alle anderen Roten habe ich, glaube ich, bis jetzt besiegt, die mir noch so über den Weg gelaufen sind. Genau, kämpf mal lieber mit dem. Danke. Kannst du mal, also... Oh. Welcher hat mich jetzt getroffen von den beiden? Kann halt nicht mehr saufen, ne? Ich muss jetzt warten, bis die beiden fertig sind. Der andere kann, glaube ich, nicht sterben. Vielleicht kann das doch. Er kann's doch. Das ist doch kacke. Es ist einfach nicht geil. Ich kann es halt eigentlich auch lassen. Ich könnte einfach gehen. Aber ich will jetzt hier in diese Höhle rein. Und ich glaube, um da reinzugehen, muss ich jetzt erst diesen dämlichen Nereus killen. Ja, genau. So ein Scheiß. Wo ist er? Da. The bloody finger. The end is nigh. For you. And your sister's blood. Um Himmels Willen, was ist denn das? Jetzt muss es dann gleich wieder raus. Ich habe mir letzte Nacht oder gestern Abend oder nachdem ich fertig war, gestern tagsüber, habe ich mir gedacht, ich darf mich nicht mehr so oft aufregen.
Nicht mehr so viel, nicht mehr so extrem. An den Herd, alles klar, Nessie, hau rein. Schön, dass du da warst und bis dann. Ich darf mich nicht mehr so viel aufregen und ich sollte ein bisschen ruhiger bleiben und... Aber dann... Das, sowas. Komm her jetzt, Nereus. Blutiger Finger. Ich muss halt durchgehend ausweichen, weil ich ihm keinen Schaden machen kann. Komm jetzt halt her, du dämlicher Samurai, Mann, hilf mir! Beknackter Affe! Geht doch. GG easy. Nee, war nicht easy. War super nervig. Wohl ist easy. Ja, nachdem ich aufgehört habe zu parieren und mal ordentlich Trübflusshöhle. Okay. Dann war es easy. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Oh, warte, ich kann leveln, ne? Nee, kann ich nicht. Hier sind Fallen. Oh, 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 hi, ihr wart nicht zu sehen, Jungs. Hier auch irgendwo eine Falle? Nee. Ach, das ist doch schon wieder eine Fake-Truhe, oder? Ich meine, was soll die Nummer hier jetzt? Was soll das Ganze hier? Warum ist hier eine Höhle und am Ende eine Fake-Truhe? Ein Pilz. Ich bekomme aus der Kiste einen Pilz. Ich wusste doch, dass es eine Fake-Truhe ist. Warte mal, von wo bin ich gekommen? Von da, oder? Oh. Da will ich hin.
help yourself to a man's personal belongings, huh? You scheming little thief! The gods demand repentance! Cough up your coin! All of it! Da ist er, der Gute. Glatzkopf. Wie, du gibst auf? LOL. Well, finally come round, have you? I knew you would. You're a man of reason. True and true. Ah. Well, what do you know? You're tarnished like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. An innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Ja, komm. Na gut. A true man of reason. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. And they're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. Ja, mach das mal. I'll be ready to wheel and deal come next time. Okay. To pop back for another visit, friend. I'll be ready to wheel and deal come next time. Gleich noch mal hin. Ist der dort wieder? Nee. Nice of you to drop in finally. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium, where you won't need a refund, because everything's top notch. Nur erstklassige Ware. Okay, PvP-Kram. Gnadenimitator. Das Licht weist den Weg jedoch ohne Ordnung. Erweitert das Handwerksrepertoire, Handbuch des Missionars, Glassplitter, goldener Federtierfuß, Runenausbeute, ja gut, pariert euch. Ha. Hab schon überlegt, ob ich mir mal einen besorgen soll. Bindet kurz den Gefangenen Margit auf Erden. Kurz, okay, Verbrauchsgut. Opferzweig geht beim Tod anstelle von Runen verloren. Aha, ja, gut. Holzschild. Okay. Yeah, I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers. No good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying.
But it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers, survivors of a defeated army, worked to the bone by their high and mighty lord, only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Wondering what's inside the treasure chest. Well, it's a nothing too special. Just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Cheers for that. Bring ich ihn um und gehe dann zur Kiste. Ja, das war klar. Nee, 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 warum kann ich... Vorhin, das letzte Mal konnte ich weg aus der Transportkiste. Well, well, well. I should have known, you skinny little thief. Nee, ich wollte doch nur gucken. Okay. Wie geil das einfach ist, ne? Wie cool ist denn das bitte? Du kommst hier raus. Es steht Limgrave dran, aber man steht einfach vor einem gigantischen, riesigen Bären, der einen Baum kratzt. Hinter einem noch ein ähnliches Tier. Das sind, die sehen auch nur halb aus wie Bären, eher eine Mischung aus Gorilla und Bär. Und wer, sobald ich mich jetzt einen Meter bewege, wird der mich wahrscheinlich angreifen. Das ist ja mega geil. Ach so, und ich darf mich nicht teleportieren. Okay. Ich würde sagen, der große Bär wird jetzt bekämpft. Oder auch nicht. Wenn er mich nicht angreift, ist auch gut. Ich dachte nur, der greift mich vielleicht an. Was bist du? Karte! Hey! Nice! Guck mal einer an. Ha! Stark! Hier ist ein großer Baum abgebildet. Warum darf ich mich nicht teleportieren? Handbuch des nomadischen Kriegers. Okay. Nach Teleport fallen geht kein... okay. Und wie lange muss ich warten, bis es wieder geht? Muss jetzt ein Ding finden, wahrscheinlich eine Gnade, ne? Ich bin einfach keine Gefahr für ihn, deswegen greift er mich nicht an. Selfie Time! Geil.
Niederer Erdenbaum. Befleckte goldene Sonnenblume. Okay. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Gnaden inflationär hier platziert sind, aber wenn man dann eine sucht, ne, dann findet man die nicht sofort. So um die nächste Ecke quasi. Dann muss man schon ein bisschen gucken. War so klar, dass diese Truhe irgendwie... Ich habe halt gedacht, er greift mich nochmal an, aber er teleportiert mich einfach weg. Jetzt ist die Frage, was macht er denn jetzt? Bereit für neue Geschäfte. Was? Wenn ich jetzt nochmal zu ihm gehe, was wird er wohl machen? Jetzt wird er mich ja wohl angreifen, wa? Und dann kann ich ihn am Schlawittchen und... Wie ich einfach keine Gnade sehe. Hallo? Einfach im Unbekannten jetzt hier unterwegs. Julius, grüß dich, hi. Let's go. Huch. Okay, ein bisschen zielen muss man. Ich dachte, das passiert von alleine hier, wenn man da reinspringt. Aber nee, man muss doch selber ein bisschen gucken, wo man landet. Ja, der fliegt ja. Der Schmelztiegelritter ist besiegt, ja? Oh mein Gott! Ja, hi. Ha. Da hätte man schon Bock, irgendwie die ganze Nummer hier zu überfallen. Die haben bestimmt wertvolle Ware in ihrem Ding, aber das sind ganz schön viele Leute. Da müsste ich erstmal... was ist das? Oh, ihr lebt. Greift ihr auch an? Ihr greift 100 Pro an. Okay, ciao. Erstmal wieder weg. Aber Moment, dann muss ich hier, da war ich dann noch nicht. Ja, den Schmelztiegelritter. Das war dann noch ein ganz netter Kampf. Warum darf ich nicht auf die Karte gucken? Gerade eben durfte ich's doch. Danke. Ich muss hier mir einmal, das hinmachen. Da war ich noch nicht. Ich bin aktuell auf der Suche nach einer Gnade. Irgendeine. Vollkommen egal. Ich habe hier in der Gegend, ich wurde hierhin teleportiert und jetzt Pustekuchen. Mit Parrys ist er halbwegs machbar, ohne auf Low-Level ultra-hard. So Low-Level bin ich, glaube ich, schon gar nicht mehr eigentlich, ehrlich gesagt. Also klar, Anfang immer noch im Startgebiet und alles noch auf Anfang, aber ich habe ja auch schon den ersten Endboss, also den ersten... Wie heißt er denn? Den...
halt den Endboss aus Limgrave gemacht. Ah, bevor man... Ja, okay, dann kann ich es mir vorstellen, ja. Godric, genau, der ist down. Also wenn man den davor noch macht, uff. Dann wird's heftig. Auf jeden Fall. Es gibt's doch jetzt nicht, dass ich hier keine Gnade finde, oder? Ach, da. Ah. Den ersten Teil von Limgrave haben wir in dieser Folge für mich jetzt größtenteils abgeschlossen, würde ich sagen. Es hat... sechs Folgen a 2 Stunden gedauert. Krass. Zwölf Stunden circa habe ich gebraucht, um das erste Anfangsgebiet, das man aufdeckt mit der Karte. Das andere ist hier jetzt auch noch Limgrave, ja, absolut. Keine Frage, aber das erste, was man aufdeckt, so was, wo man die Karte findet, von 12 Stunden. Krass. Also für Dark Souls 3 durchspielen habe ich, glaube ich, 26 Stunden gebraucht. Da habe ich jetzt schon fast die Hälfte. Und habe erst das erste Gebiet, mehr oder weniger, den Anfang gemacht. Ah, ihr wunderbaren Leute auf YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.